Hallo und herzlich willkommen hier zum Euro Truck Simulator 2. Hallo Basti, hallo Horsti. Moin. Hallo. Ja, ich habe keine Kinder mit, das ist Basti, der ist noch nicht im Stimmbruch. Und ja, wir fahren heute nach Kroatien. Also wir wollen eigentlich nach Dänemark, aber wir werden es wahrscheinlich erst bis nach Kroatien schaffen, wenn überhaupt. Wir werden sehen. Auto ist gebaut, vollgetankt, Lichter sind an. So ist fein. Und macht ihr schon Pause oder wie? Mach gerade mal Pause, ja. Der Rohrpause. Das stimmt, ich rohre. Ich auch manchmal, aber nur aus den Ohren. Oh, apropos Rochen, ich war heute bei meinem Vater, der hat mir so ein Kaugummi gegeben. So ein Nikotin-Kaugummi. Alter, hör auf. Mir wurde danach schlecht. Vor allem hast du gemerkt, dass es jetzt Mode wird mit diesen E-Zigaretten? Na, da hab ich schon eine. Aber ich muss dir ehrlich sagen, also ich roch die wohl auch gerne und öfters, aber ich ist nicht mein Limit, weil die Stärke haut bei mir nicht ganz hin. Ich, für mich ist das zu leicht. Ich hab's noch nicht probiert, ich weiß es nicht. Entweder ist es richtig oder gar nicht. Ich bin bei 20 ungefähr, aber die 20 reichen mir schon lange nicht mehr. Ich habe jetzt einen Kumpel, der will mir irgendwas bestellen, das hat dann ungefähr 23 bis 36 oder sowas. So, wir machen auf die Autobahn. Wir haben LKW-Teile geladen für Dänemark. 20 Tonnen circa. Und ja, vollgetankt haben wir für 1,12 und werden heute mal ein bisschen Kilometer schrubben. Haben jetzt ungefähr für 4.008 Kilometer Sprit drin. Also es dürfte eigentlich reichen bis nach Dänemark. Aber ich werde trotzdem irgendwo mal nachtanken. So, Mensch, was hier vorne kommt schon wieder die Grenze oder was ist das hier? Ich glaube, ich bin schon wieder in Kroatien. Werden wir mal kurz hier auf den Parkplatz fahren? Das muss ich mir mal genauer angucken. So, ist wohl kein Parkplatz, aber wir stellen uns jetzt einfach mal her. Dann werden wir jetzt mal unsere kleine Drohne rausholen. Kennt ihr schon die Drohne? Drohne? Ja, ich habe eine kleine Drohne. Hier. Dass du über dem Map fliegen kannst. Na, das ist meine das kleine... Das hab ich auch. Das ist meine kleine private Drohne. Und schon sind wir in der Drohne, irgendwo hier unten stehen wir mit der Fernbedienung. Und wir gucken jetzt mal, welche Grenze das hier sein könnte. Sieht aber aus wie Kroatien. Ja, hier unten steht unser Scheiß-LKW, wollte ich gerade sagen. Schöner LKW. Ich habe jetzt gerade keine Ahnung, wie die kroatische Flagge aussieht, aber ich glaube so nicht. Keine Ahnung, was das sein soll. Ja, wir verschwinden eigentlich mal wieder. Oder, naja, gut, es fängt gerade an zu regnen. Es war klar, ich muss mal die Drohne reinholen. Klack, schön sind wir wieder drin. Upsala. So, Mensch, bin ja mal gespannt. Wie die Autobahn aussieht. So, es fängt gerade richtig an zu schiffen.
Ach, so schön. Blitzer. Toll. Blitzer? Hast du was bezahlt? Ja, 550. Oh, da warst du aber ziemlich schnell. Ich hab mich schon gewundert, warum der Volvo so langsam fährt. Ja, manchmal ist das gar nicht so schlecht, wenn man mal ein bisschen langsamer fährt. So, jetzt kommt 20% Steigung. Explosiv dran, wenn du das Tempo drin hast. Ich hab gerade drin, ich lass mich jetzt auch nicht ausbremsen, weil... Und das fängt hier an zu draschen. Ich glaube, wenn ich am Wochenende hochfahre, sollte zu Ihnen nämlich mein Laptop auch gleich sein. Ja, kannst du theoretisch machen. Ja. Der müsste nämlich auch mal gemacht werden. Weißt du, wie viel Speicherplatz ich hier auch für das Teil Nummer D noch habe? Ja. 5 Gigabyte. Oh, oh Megabyte. Das ist ja schön. Megabyte war das. Das ist ja schön Luxus. 5 Megabyte? Ja. Hoffentlich mal nicht. Besser als nix, ne? Na okay, aber was ist mit 5 MB? Auch nix. War ordentlich ein Lied, ey. Nee. Die Lieder habe ich jetzt zum Glück nicht drauf, also. Die habe ich alle auf meinen externen. Hab schon. Gott sei Dank. Aber ich habe ja nicht viel, also. So, es fängt, hört immer noch was, nicht auf. 1000 Liter? 15.000, ja. Ach so, ja, da kann ich ja gerade so mithalten. Ich das nicht ist meine mehr. 45.000 bis 50.000 Liter. Ich nicht mehr, ich kann da nicht mehr mithalten. Gerade so mithalten, das ist ein bisschen mehr. Ja, so gerade so ein bisschen. Ich habe nicht ein einziges Lied mehr auf dem Rechner. Ich auch nicht, ich rede ja von meiner Festplatte mit extern. Nicht mal da. Lol. Wenn ich ein Lied hören will, dann gehe ich ins Radio oder höre YouTube. Der besonders, ich stelle ja noch. Da möchte ich ja ein paar Lieder schon haben. Ja, ne, das ist dann was anderes. So, jetzt hat es gerade angefangen zu schiffen, jetzt ist schon wieder purer blauer Himmel. Hier wird es gerade dunkel. Ah, da schifft es gleich. Kannst du schon mal einen Scheibenwischer anmachen? Nein, es wird Nacht. Ach so. Ach nee, nicht immer. Doch. So, Mensch. Auch eine schöne Ecke hier, Kroatien. Wenn das hier noch Kroatien ist, ich muss gleich mal auf die Karte gucken. Ja, das ist jetzt ganz komisch. Ich kann euch noch nicht mal sagen, wo ich bin, so richtig. Das ist Griechenland. Ich bin gerade in Italien eingeladen. Nee, das ist noch nicht mal Griechenland. Kroatien, das ist irgend so ein kleines Bumsland hier. Keine Ahnung, wie das hier ist. Da muss ich jetzt übelst lange so eine Autobahn lang, oder was das ist hier. Ah, Autobahn. Die geht dann bis nach Kroatien hoch. Das ist doch nicht schlecht. Fast bis nach Graz. Nö, die Autobahn ist bestimmt jetzt 600 oder bis 1000 Kilometer lang. Bin du grad? Ja, kann ich dir nicht genau sagen. Ich kenne das Land nicht hier. Ja, ist dann die Stadt in der Nähe wenigstens. Moment, muss ich nochmal gucken. Tirana. 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 Hey, ich fahr genau gegenüber von dir.
Lull. Ich bin gerade oben zwar noch, Bologna, aber vorne mit der Fähre gegenüber. Ja, wenn du die lange Straße siehst da oben. Ja, bei Tirana. Du kommst dann jetzt als nächstes Dubrovnik. Ja, genau. Und ich muss bis hoch nach Dänemark, also kannst ja sehen ungefähr, wie meine Strecke ist, ne? Bis nach Aarhus, das ist die vorletzte Stadt oben am Zippel. Neben Kopenhagen, da. Ach, nicht mal selber, was ist denn das? Ich weiß nicht, was da für ein. Ob das noch Griechenland ist, das weiß ich nicht. Oder ob das hier Ukraine, Weißrussland oder keine Ahnung. Müsste ich mal einen Atlas aufmachen. Albania ist das, Albanien. Albanien, aha. Ja. Okay. Ich gucke, ich habe nämlich gemerkt, wenn du hier auf deine Karte gehst und einfach auf Frachtmarkt nur gehst, stehen erstmal die Länder da. Ah, okay. Na, dann wisst ihr ja, wo ich jetzt bin. Aber das kleine Land dazwischen, das. Kommst dann. Aber kommst du noch. Den ja. Ich komme jetzt gerade in die Stadt rein hier. Meine Katze hier macht heute ohne LKW, wenn sie will. Ach, hier stehen Leute rum. An der Bombesbude, guck mal an. Beim Fernlicht, das leuchtet so hell, ist der Hammer. Erster Aufenthalt in Tirana. Ach ja. Mein Gott. Ist aber nicht viel los hier in der Stadt. Dann hab ich von der Fähre auch nur so ein Kilometer oder so. Ja, sei froh. Ich häng jetzt. Wahnsinn, es noch 495. Ich häng jetzt schon wieder an der Ampel rum hier, das ist. Aha. Aber mit nur 110. Ja, Hund, was? 110? Ich glaube, da 14 Tonnen hinten dran. Ich glaube, auch schon 410. Von 80. Ach so, ne, das klingt schon anders. Das 110, das war Meilen. Ach, du fährst von Meilen, oder was? Nee, Quatsch. Wenn die Zuschauer nicht hören dürfen, dass das ist zu schnell. Ja, sonst bauen sie gleich noch neue Plätze auf. So, Mensch, ey, hier sind aber ein Haufen Ampeln. Wir haben schon genug gebaut, die haben ja jetzt in den Baustellen noch versteckte Plätze eingebaut, ne? Okay. Autobahn haben schon mal mitgekriegt. Plätze nirgendwo gesehen. Immer zack. Und nicht gekritzt. Ja, manchmal sind sie wirklich echt versteckt. So, hier ist DHL-Lager. Wie viel ist denn hier überhaupt erlaubt? 80 in der Ortschaft? Bisschen viel, wa? Und hier sind halt schon nur über 5 durftest du fahren. Das als LKW, weil der tut ja bei dir schon extra Raumerschrauben, ne? Ja, ja. Was hupt denn der so blöde neben mir? Fahren doch mal.
Kann ich auch. Albanien, du, da huben sie dich einfach an. Oh, guck mal, mein Anhänger fährt hier. Nee, jetzt wieder 60. Wir stehen an der Straße. Oh, hier ist die Polizeikontrolle, wollte ich kurz mal sagen. Wer ist gegenüber von mir? Das ist kein Problem. Ich rein. Polizei in Zivil. Wie gewohnt mit dem BMW. Aber kein Gera-Kennzeichen, ne? Ich hab gerade mal geguckt, was für ein Ticket ich mir hole fürs Wochenende. Ja. Ein schönes Wochenendticket, 40 Euro. Ja, gut. Für eine Einzelfahrt bezahlt sich schon 40 Euro. Ja. Wie weit ist das bis nach Prag rüber? Drei Stunden Zugfahrt. Uiuiui. Doch so viel? Ja, aber noch lange nicht so lange wie bei mir runter, ne? Außerdem fahre ich ja nicht nach Prag, ich fahre ja woanders. Der wohnt ja nicht in Prag. Ja, das weiß ich ja nicht. Ich weiß ja bloß, dass die irgendwann mal in Prag gewohnt hat. Harry? Nö. Ne, ich meine Sabrina. Ja, ja. Ach, die Horst wohnt ja immer noch da. Okay. So, Mensch, was ist denn hier eine Burg? Also ich weiß nur, dass ich nach Berlin für zwei Personen hin und zurück erste Klasse 198 Euro bezahlt habe. Borg gebucht. Ich will hier so ein schönes Wochenendticket, da bis hier 3 Uhr morgens am nächsten Tag Zeit. Hast du aber nicht erste Klasse? Na, ja, brauche ich auch nicht. Was, übernachtest du gleich da oder was? Ich warte schon nur. Ne, ich meine hier. Ich denke mal nicht, sonst müsste ich 80 Euro bezahlen oder so. Lol. Muss ich schauen, muss ich noch mit den Schnacken. So, jetzt kommt noch ein Gefälle hier. Hab gerade mal schöne Bilder geschossen. Geht aber nicht geschossen, weil es zu dunkel ist. Und da müssen wir schon ein bisschen wieder drauf treten, hier vorne kommt Berg. Und da. Was, die habe ich dir schon erzählt, dass ich ein Bett über mir habe? Nö. Na, ich habe ein Bett hinter mir und ich habe ein Bett über mir. Schön, dann liege ich über dir. Aber das ist wirklich, das gibt's wirklich, ne? Das Bett groß. Dann liege ich oben, ne? Ja, ja. Der wollte immer mit uns hier zu McDonald's. Der hat einen Mercedes gehabt. Aber McDrive kommst du damit nicht rein. Nee, nee. 212 Kilometer sind das von mir bis hier. Boah. Jo. Wie viel waren es bis zu mir runter? 500, hä? Das 483. Okay. Je nachdem wie man fährt, ne? Ja. Wenn man über die B95 fährt, sind das 483 Kilometer. Okay. Wenn man über die A7 und A38 fährt, sind das 516 Kilometer. Aber du bist bestimmt schneller.
Nee, wobei, warte mal, wo? Nö. Wenn du die über die A24 und die A13 fährst, fährst du 593 Kilometer. Viel machst du sowieso nicht gut. Nö, ja, überall sind sowieso Baustellen bei dir in der Ecke. Naja, die bauen hier im Osten viel. Ja, merkt man, deswegen hat der Westen ja auch kein Geld mehr. Das ist Ansichtssache, ne? Aber wo ich sagen muss, in Lübeck sind die Autobahnen auch gut. Ne? Wie man es nimmt, ne? Also mach mal eure Autobahn nicht so schlecht. Bin da auch schon lang. Tja. Wenn man so sieht, war es eigentlich... Oh, gut, jetzt... Jetzt bin ich gerutscht. Scheiße. Wenn man so... Fährt er noch die Koche, danke. Wenn man so sieht, war ich ungefähr 10 Minuten von dir weg. Tja, und hast noch nicht mal ein Bier mitgebracht. Das ist Wahnsinn. Beschwerden hab schon gekriegt, wo ich beim Kellerradio drin war in Dresden. Da ist Altenburger Bier nicht mitgebracht. Uiuiui. Herr Basti, den Kasten muss ich auch bald holen, wa? Aber ich muss ja langsam machen, ich bin nämlich gerade übelst gerutscht, fast im Hang runter oder hoch. Fall runter. Aber hier kann ich dir nur mal empfehlen, mal lang zu fahren. Es geht alles so wunderschön durch die Berge, so Schlängel. Ich war gerade hier übelst unterwegs, das Lenkrad vibriert bisher hier. Ich bin angekommen in diesen komischen... Ich möchte mir auch eins holen. Was kosten die denn so? Ich habe für meins, was ich habe, das ist für Drift OC, habe ich 50 Euro in meinem Fahrrad. Oh, okay. Mit Pedalen? Ja. Dann nehme ich alles, ich kann immer nach dem Bild schicken. Ja, weil ich möchte mir nämlich auch eins zulegen. Ich bin zufrieden mit dem, weil es hat nur diese Vibration mit drin und dann. PS erkennt das so gleich sofort an. Einziges, was bei ETS beachten musst, du musst da ordentlich was einstellen, dass du nicht zu geil einlenkst. Nee, also wenn du Profil neu machst, ey, du hast da zu kämpfen, hast bei dem zu kriegen. Alles klar. Lenkempfindlichkeit etc. Weißt du? Was? Bin auf jeden Fall trotzdem zufrieden. Ich weiß, was du meinst. Oh, die Straße ist übelst glatt hier. Ich rutsche hier nur ins und so. Ich hab schon einen Unfall gebaut. Oh, ich hab ihn voll im Kram geschoben. Ich hatte bei der ETS mal so lange Weile, dass ich einfach mal die Brücke runtergefahren bin, seitlich. Und hab mir dann die Landschaft angeguckt von ganz nah. Ein Kumpel von mir hat's damals geschafft, da hat sich gerade angefangen mit der ETS 2. Der hat es geschafft, den LKW auf 100% Schaden zu kriegen und noch mit dem LKW zu fahren. Der hat den LKW wieder zum Starten gebracht. Das hat zwar öfters gedauert, aber er hat es geschafft, dass der LKW mit 100% Schaden noch fährt. Das ist übel, das gibt mir besonders nicht eine Worte, da hat er sich gekriegt. Glück. Ja, das kann doch Glück sein. Ich habe das noch nie gekriegt. Bei mir meckert er schon bei 20%. Ja, bei mir oder mich auch. So, also wie gesagt, also ihr könnt ja gerne mal langfahren, also das kann ich nur empfehlen hier durch die Berge. Ist wohl sauisch glatt, wenn man hier nicht schnell genug bremst. Oder so. Und ich komme jetzt rüber an die Grenze. Steht denn hier dran? Hä? Stand hier dran? Jetzt komme ich nach Kroatien. Jetzt bin ich in Kroatien. Haben wir es doch heute noch geschafft. Ich hab gar nicht gedacht. So, wie ich morgen Money singen kann.
Money, money, money. Mensch, wo kommt denn die her? Ist ja ein Nest oder was? Ich muss jetzt mal kurz auf die Karte gucken, ich brauche nämlich mal einen Bockplatz. Ich brauche einen Friseur. Hallo. Wenn meine Haare noch länger werden, kann ich sie essen. Er hat sofort geschnitten. Ja, ich habe hier bloß einen ganz kleinen Bumsparkplatz mit Tankstelle, also der wird uns heute reichen müssen. Bis zu denen werden wir wahrscheinlich nicht mehr kommen. Oder... Bello, diese hier. Ups. Mal sehen, wie weit wir noch kommen. Wenn wir halt mal ein bisschen drüber machen, ist auch nicht so schlimm. Zu den großen Parkplatz fahren wir noch. Gerade in Kroatien möchte ich mich nicht auf so eine Bums-Tankstelle stellen. Der LKW hier. Nicht mit meinem LKW. Ich hab gewundert, hier, die stehen gerade. Gebumst. Steht doch unter Sachen an, gebiebt. Null. Basti, wann machst du denn mal deine große Bustour? Ich frage mich 2022 nochmal. Lol. Bei ETS? Ja. Da kannst du nicht viel weiter mit dem Bus machen, ne? Oh. Nee, ich will ja nur mal einmal so mit der Autobahn und quer durchs Land mit dem Bus fahren. So für ein, zwei Parts oder so, dass man was mal was anderes hat, weißt du? Dass du was siehst von der Karte etc. Ja, einfach nur mal so rumkurven, man hat keinen Stress mit Zeit oder so, einfach nur mal quer durchs Land. Scheiße, Blitzer 550. Damals mit dem Volvo X10. Dann ich mir überlegt, suche ich mir ein paar schöne Flecken raus und dann fahre ich da hin mit dem Bus. Jo. Und die damals hat, der war so scheiße, der klang wie ein LKW, der Volvo. LOL. Ja. Du warst ein Anfangsmod von irgendeinem Kunden. Kann man sich eigentlich um PKWs? Nee. Ja, kannst du dir, das hat's ja damals gehabt. Jetzt haben sie es mal ein bisschen besser geschafft. Oder auch mal so ein Motorrad, mal so eine Motorradtour machen, ey. Motorrad willst du nicht, aber PKW ist kannst. Mit E-Rolli. Lol. Mit E-Rolli eingepackt, ja. So, hier ist die erste Tankstelle, aber da fahren wir nicht hin. Wir fahren jetzt zur zweiten, also das ist dann ein Autohof oder sowas. Hier ist sowieso alles so enge, voll und ne. Muss ich mir vorstellen, fährst mit E-Rolli auf der Autobahn. Ja. Griechenland, ja, genau. Bis aus der Ecke, bitte. So, Mensch. Ja, wie gesagt, also bei mir geht es jetzt auch mit dem ETS noch weiter. Und ein Kollege von mir hat sich mal so einen Oma-Shopper besorgt. Wenn man hier mal was sagen will. Oma-Shopper? Ich sag ja, diese kleinen Fahrzeuge für Omas, wo die einkaufen können. Die fahren ja nur irgendwie Schrittgeschwindigkeit oder so, ne? Das ist ja mal krass, habt ihr das mal gesehen bei ETS-2-Erlebnisse hier und der Gruppe bei Facebook? Da hatte ich dann gerade reingepostet, dass da irgendwie beiden siehst du da nur alles mögliche Qualm, da steht Feuerwehr da. Ja. Ja, das hat er gerade vor einer Minute reingepostet. Fragt ihn mal, wo das ungefähr ist. Aber sowas gibt's ja, das Unfälle. Brände und so. Ich habe jetzt so ein Glück gehabt, dass die Autos mitten auf der Autobahn standen und einen Fall gebaut haben. Ja, ja. Ich bin aber dran vorbeigefahren. Das Höchste, was mal bei mir gecrasht hat auf der Autobahn, waren 5 oder 6 Autos. Lol. Das ist noch nicht.
So, da müsste eigentlich jetzt der Parkplatz hinter der Stadt jetzt kommen, die jetzt hier kommt. Na, fahr doch mal ein bisschen zu hier. Ich bin mal kurz auf dem Klo. Ja. So, Basti. Ich bin jetzt bei 30 Minuten. Okay. Ich fahre jetzt noch hinter die Stadt, da ist ein großer Autohof, denke ich mal. Und dann werden wir heute Pause machen, hier in Kroatien. Ist doch nicht schlecht. Ja. Nee, weil es mein Kollege mir das hier gemacht hat mit dem Omi-Roller. Ja. Der hat das Scheißding getuned und ist damit auf der Straße rumgefahren. Hallo. Ja. Das ist genauso wie ein Kollege von mir hat einen Roller mal hier ein Tempomat eingebaut. Das Problem war, er stand mal an der Ampel und Gott kriegte den Tempomat nicht aus. Das ist schlecht. Ja, gerade wenn die Bullen an dem anstehen und in der Hinterreihe den Kleinen durch. Ja. So, wir sind jetzt in Diprofonik und machen jetzt quer durch die Stadt und dann werden wir uns mal den Parkplatz angeln. Und ja. Gucken wir nochmal schnell auf die Karte hier, ob wir jetzt so richtig sind. Und ja, wir müssen noch quer durch die Stadt, also das ist noch ganz schön schick bis zum Parkplatz. Aber das fahren wir heute mal fahren. Da werden wir heute mal eine extra Runde machen, also ein bisschen länger. Ja, sag ich. Aber wie das ausschaut, werden wir hier schon wieder fast ins Stau stehen. Ich habe jetzt nichts verstanden. Nee, ich will nicht. Macht nichts. Hauptsache du hast verstanden, Basti. Ja. Ach, die Autos machen mich wahnsinnig hier. Mann! Ja, warum war das Licht? Ich bin hier in Prifündig. Prifündig. Komm vor zu, ihr Idioten! Mann, hier, ey! Ich hab ein bisschen Zeitnot. Komm, Gas. So, jetzt fahren wir fast mit einer 60 durch die Ortschaft. Ich hoffe, dass er nicht gleich ein Blitzer steht. Jetzt kommt Kreisverkehr. Na super. Scheiße, jetzt bin ich vor Kart gefahren. Gut, dann werden wir heute nicht auf den Auto fahren, werden wir uns heute hier herstellen irgendwo. Und werden wir heute unsere Pause machen und den nächsten Part dann hier wieder weiterfahren. Nö. Ja, scheiße. Gut, ich hänge jetzt hier fest. Ich sag mal, schönen Dank an den Horsti und an den Basti. Und ciao. Bitte, ciao. Ja, und bei mir geht's jetzt im nächsten Part weiter. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like oder ein Kommi da. Und ja, bis zum nächsten Mal. Make the streams louder.